25 Jahre World Wide Web. Kaum eine Erfindung hat unsere Generation so geprägt wie das Internet. Der Erfolg dieser revolutionären Technik basiert auf zwei Säulen: Pornos und witzige Videos. Warum werden manche Videos zum Internetphänomen? Begleiten Sie mich auf eine Reise durch die letzten 25 Jahre und Ihre erfolgreichsten Virals. Nehmen wir zum Beispiel den Techno-Viking. Ein absoluter Internet-Superstar. Er war schon der Boss, als Kollege noch Klettverschlussschuhe getragen hat. Oder das personifizierte München auf Skiern. Wuhu! Ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Manchmal liegt der Erfolg auch darin, den richtigen Grat zu treffen zwischen heiler Welt und verstörendem Wahnsinn. Oder das Video diesen jungen Mannes. Motherfucker! Fuck the fucking world! And my new band is called Siskel! Aber dieses Video ist besonders, denn hier findet der Witz nicht im Bild statt, sondern auf der Tonspur. Eine Reporterin stürzt und ringt nach Luft und klingt dabei wie ein ertrinkender Kuh. Viele unserer Internetstars werden völlig zu Recht als Helden gefeiert. Helden, die sich selbst in düsteren Zeiten noch trauen, große Emotionen zu zeigen. Ich will an Real Tournament spielen! Und? Hast du dich jetzt beruhigt? Halt, stopp! Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Ob du hier bist und nicht. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Der ist unberechenbar. Der kann mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Nein, das hältst du deine Schnauze! Du Ober... der Ticker! Die Wohnung bleibt so, wie sie ist! Oh! Weil über 30% des Internetdatenverkehrs von Erotikseiten genutzt wird, schafft er sogar einen Pornofilm mit einer kurzen Szene und der essentiellen Frage: Warum liegt dir eigentlich Stroh? Und warum hast du überhaupt eine Maske auf? Zu einem der erfolgreichsten deutschen Internetclips zu werden. Auch kurze Ausschnitte aus Reportagen können zum Internetphänomen werden. Hast du ein Problem? Geh weiter. So, noch ein Problem. Kein Bock jetzt hier mit Arschlöchern rumzureden. Einige Personen sind eigentlich unfreiwillig berühmt geworden und hätten auf den Internet rum gerne verzichtet. Manchmal werden auch Kinder über Nacht zu Internetphänomenen. Is this real life? Yeah, this is real life. Internetphänomene entstehen oft über Nacht und werden dann auf der ganzen Welt verbreitet, kopiert und parodiert. Erst wenn irgendwelche Sparkassenmitarbeiter das Ganze dann auf der Weihnachtsfeier nachspielen, dann ist der Hype tot. Aus den anderen Videos werden sogenannte Memes. 2005 wurde man sogar zum Internetstar, wenn man eine alternative Weltansicht hatte. Und dann verlieben die sich, die sind so blöd. Oh, das ist er. Das ist mein Traummann, der ist so geil. Oh, der ist so schön. Bam, ba-bam, ba-bam. 25 Jahre World Wide Web, wir sind zu großem Dank verpflichtet. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß mit den Segnungen des Internets und immer dran denken, bevor Sie loslegen, erst das Inkognito-Fenster aufmachen. Tschüss, Ihr Glashäufer-Umlauf.